Hallo Segler, hallo Motorbootfahrer. Dieses kleine Video soll euch die Möglichkeiten von Node-RED zeigen. Node-RED ist eine visuelle Programmieroberfläche, mit der zum Beispiel Daten von Sensoren in ansprechender Weise per Webbrowser dargestellt werden können. So kann das aussehen. Man braucht dazu zu Beginn einen Raspberry, einen Sensor, etwas Draht und einen Widerstand. Ich benutze einen DS18B20. Das ist ein Temperatursensor, der wasserdicht ist, also wunderbar zur Verwendung an Bord. Der Sensor hat drei Anschlüsse und wird so an den Raspberry angeschlossen. Damit ist die Hardware schon erledigt und nun brauchen wir die Software. Auf dem OpenPlotter-Image für den Raspi ist Node-RED bereits installiert und läuft als Dienst. Gestartet wird der Node-RED-Editor über den Browser per IP-Adresse und Port 1880. Der Editor ist aufgeteilt in drei Bereiche. Links findet man die Nodes, das sind Bausteine, die die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe von Daten regeln. Das sind eine ganze Menge verschiedener Nodes, die man fertig nutzen kann. Da muss man sich in Ruhe einarbeiten. Rechts liegen Infos, zum Beispiel zu einem Flow oder Node. Man hat über diesen Button die Möglichkeit, ein Debug-Fenster anzusehen und über dieses Symbol erreicht man das Dashboard. Das wird wichtig bei der Ausgabe und Visualisierung der Daten. In der Mitte dann haben wir das Flow-Fenster hier. Lässt man den Programmablauf entstehen. Wie das läuft, werden wir gleich sehen. Bevor aber wir beginnen, brauchen wir eine Node für unseren Temperatursensor. Das muss man installieren. Das zeige ich jetzt. Man klickt hier rechts auf die Schaltfläche für das Menü, geht auf Palette verwalten und wählt Installieren. Jetzt muss ich suchen lassen nach DS18B20 und ich erhalte hier, vorausgesetzt der Raspberry ist im Internet, verschiedene Suchtreffer. Wir brauchen diesen hier, der die Node-RED-Temperatur in Zehntelgraden anzeigt und können dann installieren. Das dauert einen kleinen Moment. Nach erfolgreicher Installation können wir dieses Fenster schließen und jetzt sollte der Node unter der Abteilung Raspberry hier auftauchen. Da schauen wir mal und da ist er auch schon. Jetzt können wir den Node hier ins Flow-Fenster ziehen und erkennen, dass dieser Node zwei kleine Icons hat, ein rotes Dreieck, ein blauer Kreis. Das rote Dreieck zeigt an, dass wir den Node noch konfigurieren müssen. Das läuft mit Doppelklick links. Hier kann man sehen, dass der Sensor eine ID hat, wie wir das aus OpenPlotter auch kennen. Und man kann hier eingeben, dass der Sensor periodisch messen soll. Ich trage hier mal 3 Sekunden ein. Dann sind wir soweit fertig. Man sieht, dass rote Dreieck verschwindet, der blaue Kreis bleibt. Der ist dazu da, anzuzeigen, dass Node-RED unseren Programmablauf noch nicht gecheckt hat. Das läuft, indem man hier rechts oben auf die Schaltfläche Implementieren klickt. Nun scheint das erfolgreich implementiert zu sein. Der Node für den Temperatursensor läuft, aber wir können weiter nichts erkennen. Wir brauchen also eine Ausgabe. Das machen wir hier zunächst mal zum Testen mit dem Debug-Node. Der wird hier auch ins Fenster gezogen und jetzt erkennt man, wie sozusagen Node-RED grundsätzlich funktioniert. Man sorgt hier einfach für ein Gummiband mit linkem Mausklick dafür, dass diese beiden Nodes Daten austauschen. Diese Daten werden gehalten in einem Objekt, das sich Message Payload nennt. Jetzt kann ich implementieren und ich sollte, wenn ich jetzt auf das Debug-Fenster gehe, bereits eine Ausgabe sehen. Und wie man unschwer erkennen kann, gibt der Temperatursensor hier eine Temperatur aus, einen Wert. Ob das funktioniert, kann ich mal checken, indem ich den Temperatursensor kurz anfasse und man sieht, die Temperatur steigt. Wir sind jetzt bei 26 Grad und so weiter und so fort. Das heißt, das Ganze arbeitet schon mal und wir können uns jetzt der Ausgabe widmen. Dazu braucht es einen zweiten Node, einen zweiten Ausgabenode und den finde ich hier unter
Dashboard. Wir wollen eine runde Anzeige wählen. Das verbirgt sich hier hinter dem Begriff Gorsch. Und diese Anzeige muss wieder konfiguriert werden. Erstmal sorge ich dafür, dass die Daten vom Sensor hier auch auflaufen mit dem Gummiband. Dann wird dieses Element doppelgeklickt und Node-RED führt mich hier durch entsprechende weitere Einstellungen. Dieses Ausgabeelement wird später zu einer Gruppe zugeordnet und dies noch wieder zu einem weiteren Template. Wir müssen hier also entsprechende Dinge eingeben. Das läuft über diese Schaltfläche. Zunächst mal kriegt unsere Gruppe einen Namen. Das ist, nennen wir mal DS18B20. Und das soll einem Tab zugeordnet werden. Das ist später wichtig für die Darstellung im Browser. Und das nennen wir mal Sensoren. Okay, dann haben wir das erledigt. Und jetzt können wir noch sozusagen dem grundsätzlichen Tab zuordnen, wie groß er später sein soll. Nehmen wir mal 12 Punkte, klicken auf Hinzufügen. Und jetzt sind wir beim eigentlichen sozusagen Anzeigeelement, das ist der Gorsch-Knoten hier, der kriegt jetzt erstmal einen Namen, den nennen wir Temperatur. Das Value-Format kann bleiben, das kann man später noch ändern, wenn man andere Dezimalpunkte eingeben oder sowas. Wichtig hier ist hier die Einheit einzustellen und den sozusagen Messbereich, das sind dann hier, nehmen wir mal 40 Grad und er soll bei 0 Grad anfangen. Man kann hier noch entsprechende Temperaturbereiche mit Farben versehen. Das lassen wir mal erstmal so, wie es ist und klicken auf Fertig. Jetzt sehen wir wieder den blauen Kreis, wir müssen noch implementieren. Das haben wir getan und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Dazu klicken wir hier rechts im Infofenster auf Dashboard. Hier sieht man auch Gruppe Sensoren, das ist der DSB1820, da können wir nämlich noch mehr einrichten und hier erstmal eine Temperaturanzeige. Wenn wir jetzt sehen wollen, wie das aussieht, brauchen wir dieses Icon hier rechts. Damit öffnet sich ein neues Browserfenster, das eine etwas andere Adresse enthält und wir sehen hier, die Temperaturanzeige läuft. Wenn man sich diese Adresse dann später merkt, das ist nämlich IP-Adresse, Port 1880, UI und dann ist es diese Seite, das können später noch mehr werden, dann lässt sich diese Anzeige auch über andere Geräte im Netz erreichen. Das ist eine sehr praktische Geschichte. So, das war's eigentlich schon. Wir haben einen ersten Temperatursensor mit Node-RED eingerichtet und dazu gebracht, dass er eine Temperatur anzeigt. Damit das Ganze nochmal zu sehen ist, ich fasse den Sensor nochmal an und wie man sieht, steigt hier in der Anzeige die Temperatur sofort. Alle 3 Sekunden wird gemessen, deswegen ist der Zeiger so verzögert. Das kann man natürlich entsprechend anders machen, wie man will. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr entsprechend ausprobiert, testet und euren Sensoren zum Laufen kriegt. Bis später, euer Michael.